Mit einem Hackerangriff hat die eigens im Willy-Brandt-Haus eingerichtete Telefonhotline bereits Schlagzeilen gemacht. Ein Unbekannter hatte sich als Mitarbeiter der SPD-Zentrale ausgegeben und Mitglieder unter Druck gesetzt. Bekannt dazu hat sich jetzt ein Kommando Gerhard Schröder. Gedacht als Scherz, doch die SPD stellte Strafanzeige. Die meisten der bis zu 200 Anrufer pro Tag wollen ernsthaft Details zum Koalitionsvertrag wissen. Etwa 350 SPD-Mitglieder pro Tag melden sich per Mail. Und wie hier in Berlin-Mitte diskutiert die Basis ausgiebig über das Für und Wider einer großen Koalition. Ich fand es ehrlich gesagt schon ziemlich gut, was die SPD erreicht hat. Nicht zuletzt auch durch diesen Druck, den das Mitgliedervotum wahrscheinlich aufgebaut hat. In diesem Falle muss ich sagen, musste ich mich für Nein entscheiden, weil mein persönlicher Schwerpunkt in der Bildung liegt und Bildung diesmal extrem zu kurz gekommen ist. Ich ärgere mich unheimlich über das Thema Betreuungsgeld und Energiepolitik. Ich freue mich über das Ergebnis zum Thema Mindestlohn und die Abwägung habe ich einfach noch nicht abgeschlossen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl wirbt für ein Ja, aber auch sie kann schwer einschätzen, wie das Votum ausgehen wird. Aber wir haben eine Schwierigkeit. Zu unseren Versammlungen kommen eher die aktiven 10-15% unserer Mitgliedschaft. Und rund 85% treffen wir fast nie bei unseren Versammlungen. Und auch jetzt kommen natürlich eher die, die kritisch sind, sodass das nicht repräsentativ ist. Sie hofft, dass die Basis der großen Koalition ihren Segen geben wird. Die meisten hier glauben, dass die Mehrheit mit Ja stimmt. Auch viele der Mitglieder, die sich selbst auf ein Nein festgelegt haben.